beim letzten Mal. Habe ich mein Ziel als Schlagzeugspieler schön vom Dach gefegt. Ich muss höher stecken. Da musst du aber sehr weit nach unten stecken. Und ich schmeiß dich genauso aus dem Fenster oder aus dem Dach wie diese Herr Morgan oder wie die nochmal hieß, die du gekillt hast. Ja. Rache. Und mein Ziel vom Tuk-Tuk weggeschossen. Ja, starten Sie mal den Motor, da passiert bestimmt nichts. Ich meine, die eine Pfütze da, die schreit da nicht, als würde da gleich was explodieren. Oh Gott! Da ist gerade was explodiert. Oh Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Und heute in die USA, und zwar Colorado. Ja, meine Homies. Ich wollte irgendwie einen texanischen Witz machen, aber ich habe erst gewusst, dass Colorado gar nicht in Texas ist. Ja, dann gehen wir mal rein in das Filmchen Hut ab. Good morning, 47. We have a lead on the Shadow Client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert, wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst. And finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Will die mich verarschen? Vier Ziele? Dicke! Ich war schon bei 2 Zielen in einer Rohdatei von 50 Minuten. Wie soll ich das bei 4 Zielen schaffen? Ja, gut, die Geschichte ist halt so, wir haben so eine Olivia Hall, so eine Hackerin, herausgefunden und die hat uns dazu geführt, dass halt in Colorado hier so eine Militärmacht oder Militärbasis gerade dort ist und diese vier sind halt böse Leute, die halt gerne bisschen terrorisieren. Okay. Das wird nicht einfach, auf jeden Fall. Doch, ich versuche mein Bestes. Bisschen den abgelegenen Style. Wir nehmen eine Goldborder. Ich glaube, ich nehme sogar eine tödliche Spritze mit. Ja, rein da jetzt. Welcome to Colorado, 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map, mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Ja, good luck werde ich hoffentlich haben. Oh Gott, aber hier ruckelt's leicht. Bekommen wir direkt rein. Ist auch direkt feindliches Gebiet, das ist natürlich belastend. Ein bisschen schwieriger hier. Oh Mann. Ah,
Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. Gut, dieser Ezra Berg, der ein bisschen aussieht wie GLP, ist so ein Typ, der hat eine Geisel, oder eher ein Typ, der halt verhört wird, und der ist unten im Keller. Da kann man wahrscheinlich irgendwas machen. So, nice Base hier, richtig geil gebaut, finde ich. Ja, Trainingsunfall, das will ich jetzt erstmal gerade nicht hören. Ich will eigentlich so schnell wie möglich alle Ziele ausschalten, weil es sind wie gesagt 4. Als ob ich das geschafft habe, Digga. Okay, ich habe mir ja kurz eine andere Verkleidung geholt. What? Possible intruder. Sweeping area. Over. Okay, der Ezra ist weg. Können wir ihn nochmal erwürgen? Das war aber echt knapp. Der ist sich fast umgedreht. Gut, hier haben wir den Kellerschlüssel. Wir werden einfach mal alles hier mitnehmen. Oh, Nitroglycerin. Warte. Ein Fläschchen mit Nitroglycerin ist selbst in kleinen Mengen hochexplosiv. Oh, das ist ja natürlich geil. Gut, da drin ist der Verhörte. Oh nein, der ist so. Der kommt gleich. Ich habe gerade noch die Taste da gedrückt. Und jetzt kommt er. Das ist gut. Das ist sehr gut. With any luck, the perfectionist Ezra Berg will want to examine his notes closely to figure out what happened. Eine tödliche Spritze reinspielen. Nein! Warum haut er denn ab? Weil. Scheiße. Hör auf abzauen. Ja geil, hier ist genau eine Kackkamera. Ach du Pisser, warum haust du denn ab? Vielleicht kann ich ihnen folgen. Oder hier sieht er jetzt keiner. Okay, alles gut. Ich habe ihn gerade eine Spritze reingesteckt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay, haben wir den ersten gekillt. Zwar nicht mit irgendeiner Sache vom Level, aber ist ja egal. Da sind auch direkt die Kameras. Können wir gleich kaputt machen. So, was haben wir hier? Nitroglycerin-Rechnung. This sounds promising. The militia received a large shipment of nitroglycerin this morning, which is now stored at the munitions depot. Apparently, Rose himself plans to apply and test the gel as soon as a sample is ready. Okay. Der gute Sean Rose, der hat eine Nitroglycerin Kiste bestellt, um das Sprengstoffteam zu befüllen. Wir müssen nur noch ein Sprengstoffexperte werden. Na, das wird ja einfach. Now shut up. Gut. Haben wir alles beseitigt? Warte mal. Bevor wir das Teil anmachen, ich will mich erstmal verkleiden. Nein! Aber ich dachte schon, dass ich mich nicht verkleiden kann. Gut, jetzt will ich das Teil anmachen.
Hahaha. Ahoi. Ah, ich muss so viele Leute töten, damit ich so eine Achievement bekomme. Irgendwie habe ich jetzt Bock darauf. Aber was für vier Leute. Warte, da drinnen sind noch zwei. Komm, die nehme ich mit. So, haben wir schon mal drei entfernt. Können wir noch einen herlocken? Nö. Kein Juck gerade die Musik, die hier läuft. Ich könnte den hier mitnehmen. Fuck. Okay, ich lasse es mit der einen Mission alle zu streuseln. Das erspare ich mir doch lieber. Doch, jetzt machen wir erstmal eine Überdosis. Nope. Und zwar die Sprengpaste. A few more minutes should do it. Sprengstoff überladen. Der Pisser kann mich aber leider sehen. Deswegen fragt mein Kabelschild genau an der Enter-Taste. Ja, er geht weg. Well done, 47. When Rose comes back, he's in for an explosive surprise. Explodiert er denn hier? Oh, ist ja geil. Wofür ist das denn hier? Hier ist so eine Art Safe, glaube ich. Ja, mal gucken, ich warte mal ab. Okay, er ist endlich da. Das hat ja auch immer ewig gedauert. Und. That is Sean Rose, terrorist turned insurgent. Ja, ich sehe das. So, ich stelle mich mal hier hinten hin. Muss man jetzt irgendwas noch drücken? Oder passiert da jetzt was automatisch? Fire in the hole. Okay, nein, ich muss nichts machen. Wie das da explodiert ist. Ist ja geil. Oh. Gut, den Sean Rose auch mal in die Luft gesprengt. Eieiei. Gut, Leute, er ist nur in die Luft gejagt worden. Alles super. Ist ja geil. Eieiei. So, wie töten wir diese Penal Grace? Ist das irgendwie die Frau von Philip Grace? Könnte sein. Vielleicht kann es ja sein, dass sie irgendwas dann trinkt und dann kann ich das vergiften. Dann töte ich zwar die nächste mit dem Gift, aber ist mir egal. Oder wir finden nochmal eine Quest. Hier drinnen vielleicht. Hey, darf ich kurz rein? Danke. Intriguing. According to Graves' Ledger on. Ach, das habe ich schon gemacht, okay. Story Mission verpasst. Ja, ich hab's doch gehört. Wo ist die Alte jetzt? Die läuft jetzt hier lang, macht irgendwie so Patrouille-mäßig. Ich hab ne Idee, ich könnte doch den Gabelstapler in die Luft jagen, oder? Geht das? Nee, ich kann nur Alarm auslösen. Dann hier vielleicht, aber ich brauche halt so eine Art Sprengsatz. Oder wir werfen einfach Nitrogen da rein auf. Ich such mal Nitrogen wieder. Okay, da war eine Nitrogenkiste, doch das Nitrogen wurde schon mitgenommen. Schade. Sonst hätte ich die eigentlich schnell gekillt. Ja, wie killen wir die nun jetzt? Ah, hier ist ein Getränk. Schnell vergiften. Sieht da wirklich keiner. Ey, trinkt die das jetzt? I just came in here to check on everything. So are you all right? Sure. What's up, Graves? Oh, you know, just you know, wanted to make sure everything was running smoothly. So the connection's secure? No weird signals or anything? No weird signals, no. Connectivity's a bit of a problem, but we're rerouting some things. It all looks fine. Oh, scheiße, ich hab den Falschen vergiftet. Ups.
Und ich würde halt jetzt so gerne irgendwie einen Sprengstoff hier hinwerfen, aber ich habe leider keinen. Auf einmal fällt er so um. Ist das dumm. Och, Manu. Ich wollte halt wirklich diesen Dialog mir da gerade anhören. Tja, und dann fällt er um. This is Sentry 2. How copy over? Och, Manu. So, ich werde jetzt mal kurz zum Hacker. Hackerman. Und erstmal die Waffe weg, damit ich hier nicht gleich angeschrien werde. Ist so eine Art, ja, 3D-Maske geben, die ich mir bauen kann. Und Handy eines Hackers. Handy eines Hackers. Ein Handy von einem der hiesigen Hacker benutzt wird, es enthält den Virus mit dem Sean Rose Uhrenbombe gezündet wurde. Er hat eine Uhrenbombe. Ja, aber leider kann ich die wahrscheinlich nicht selber benutzen. Warum kommt er jetzt hier an? Hey, verpiss dich mal kurz. Dankeschön. Ah, explosierende Uhr. Aber die kann ich nicht werfen. Da! Nitrogen! Ich habe Nitrogen doch noch gefunden. Wie geil ist das denn? Okay, der Tag ist gerettet. Also noch nicht. Wir müssen nämlich das Nitrogen noch werfen. Also warten wir, bis die Alte hier wieder ankommt. Die muss, glaube, bis... Genau, bis hierhin laufen. Dann kann ich sie zum Explodieren bringen. Also, bis gleich! Ich weiß nicht, wer das war. Ich war's nicht. Ich war gerade nämlich noch am Handy. Da habe ich gesehen, scheiße, sie läuft ja lang. Da muss ich schnell den Sprengstoff werfen. Gut, Alarm. Ist scheiße jetzt hier passiert. Und wir suchen schnell mal eine Quest für Maya Payati. So, verkleiden Sie sich als Strike Team oder sowas. Ja, Feuer. Oh, okay, Feuer jetzt nicht. Aber Alarm. Ist alles Schutt und Asche. Hier wird gleich alles in die Luft fliegen. Jungs, reicht auch wieder. War nur eine kleine Explosion. Gut. Dann verkleiden wir uns mal als Strike Team. Hey, ich kann wieder mein Edit machen. So, perfekt. Jetzt sind wir der Anführer von einem Strike Team. Ist ja geil. So, let's go. Keep it real, man. That is Maya Parvati, Sri Lankan assassin turned pirate, turned insurgent. Punching bag. Any broken bones? Wounded pride. That's all. Good to hear. All right, head over to the briefing area. We'll resume in a moment. Gut. Ich soll mir jetzt die Besprechung ansehen. Wahrscheinlich planen die hier den nächsten Überfall. Oder eher gesagt, Strike Team ist doch kein Überfall, oder? Egal, auf jeden Fall den nächsten Attentat. Das ist richtig, Attentat. Das Wort habe ich gesucht. Alright, people, let's get to it. Burgess is back. We're finally ready to make this happen. I expect you all to know this by heart. But in case amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Now go pick up your weapons and get in position. Move out. Okay. Los, Jungs. Ihr habt gehört, was die Alte gesagt hat. Storm the briefcase. Warte mal. Ramm aktivieren.
Nehmen Sie die Stellung ein. Warte mal, ausschalten. Hey, ich hab nichts gemacht. Mann, was will der Alte denn? Ich muss gerade meine Stellung einnehmen. Was wollen die denn jetzt von mir? So, jetzt seid ihr wieder friedlich. Das ist ja toll. Gut, jetzt können wir alle die Stellung einnehmen. So, nehmen Sie an den Training teil. Okay, los. Mir fehlt eine Brechstange. Ach, da. Gut, und jetzt aufbrechen. Los. Okay, ich habe die Dokumente. Ja, extrahieren. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt kann ich da hier drauf drücken. Maya Parvati ist down. Alter, die wurde ja vollkommen weggefetzt von den Rammwagen. Eieieiei. Oh mein Gott. Ist die am Arsch. Okay, kann ich hier rein? Okay, ich hab's doch verstanden. Good. Ja, das brauchst du mir nicht extra sagen dorthin. Das Ding ist, ich muss hier rein, weil hier gibt es extra einen Story-Ausgang und den will ich ja nicht verpassen. So, kurz euch mal entfernt. Gut, hier drinne. Ich habe ja die Maske von Sean Rose ausgedruckt. Genau, die können wir jetzt hier scannen. So, und... Okay, was gibt's hier zu finden? Some kind of network. Power players. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Okay. What haben wir denn hier? Someone's done their homework. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Okay, dieser Schattenklient weiß auf jeden Fall sehr viel von uns. Diese Ziele da oben, das sind übrigens alles von den alten Hitmans. Nur mal so nebenbei gesagt. Found something. Sodas. But that would mean Providence has infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits! He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Okay, der Eric Sodas, unser Direktor der ICA, den wir am Anfang in dem Tutorial gesehen hat, der hat uns verraten. Ja, hat wahrscheinlich alles von uns gelabert, der schönen Providence, und jetzt sind wir kompromittiert. Ja, dann hauen wir lieber ab. Und geil!
Rosie's gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. Our warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. You know him. Better than anyone. Dieser Grace, oder wie der heißt, der verfolgt uns ja die ganze Zeit und will uns ja eigentlich ausschalten. Da ist ja, glaube ich, dieser Schattenklient. Doch, der kennt uns anscheinend. Ja, beim nächsten Mal geht's nach Japan, aka Hokkaido. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.